Ja, servus zusammen, ich bin wieder unterwegs für meinen Podcast Julio unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Ja, ich bin gerade auf der Autobahn Richtung Millstätter See und werde da jetzt nach Radenstein fahren und bin dann gleich im Granatium. Granatium ist eine ganz tolle Geschichte, das ist ein Mix aus Museum, Granat, also der Edelstein. Dann, man kann den Granat dort schürfen, es gibt einen Stollen, es gibt ein Freigelände. Also man kann dort eine Menge erleben. Granatium in Radenstein. Ich treffe mich dort mit dem Geschäftsführer Manfred König und bin gespannt, was er mir alles über den Granat und über das Granatium erzählt. Da beginnt unsere Führung, die eigentlich vom Haus beginnt, ja, weil da wird die Geschichte schon erzählt. In dem Gestein, das draußen vom Haus ist, sieht man bereits das Vorkommen von Glimmerschiefer, von den Granaten, von Quarz, von Marmor. Und das zieht sich bis in den Stollen dann hinein bei uns und geht bis ins Schürfgelände, wo dann das Glimmerschiefer wieder zum Vorschein kommt mit den Granaten. Gell? Und das ist ein spezieller Stein, ja, ein spezieller Tisch, der aus Hüttenberg von unserem Geologen Dr. Georg Handlutsch vor wenigen Monaten aus dem Erdreich geholt worden ist. So, wir gingen über eine Hängebrücke. Spannend. Super toll. Wie heißt der Bach nochmal genau? Der Kanninger Bach. Kanninger Bach, da sind wir gerade drüber gegangen. Da hinten geht es zum Blauen Dumpf. Da waren wir gerade bei diesem Wasserfall. Fantastisch hier. Und wir stehen ja, da geht es schon fast 10 Meter runter, gell? Ja. Aber so schön, ein tolles Erlebnis für Jung und Alt. Also hört doch mal rein in der Folge Granatium Radenstein. Ich würde mich freuen. Also, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Servus und bis in baldiger Bälde. Euer Juli. Juli unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens.